Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfarben-Map ohne Gräben in der Version 1.3. Ja, was habe ich gemacht? Ich war gerade hier dabei, das Feld hier zu düngen. Das Feld 33, was wir uns neu gekauft haben, war ich dabei mit Gülle zu düngen. Ich habe aber jetzt ein Problem, ich habe keine Gülle mehr. So, schade. Was ich jetzt mache, ist, ich bringe jetzt mal eben das Güllefass weg und werde dann gleich mal mit Mineraldünger auf dem Feld düngen. Ja. Was wir also Gott sei Dank fertiggestellt haben, wir haben die Ballen alle gesammelt, das heißt, es ist nicht das ganze Wochenende jetzt hier nur voll mit Ballen sammeln, Ballen sammeln, Ballen sammeln. Nein, wir können auch noch andere Sachen machen. Ernte ist auch bald soweit. Ich denke mal, dass wir jetzt im Laufe der Woche dann auch zum Ernten kommen. Das wäre doch schön, oder? Das wäre doch schön. Und ich wollte ja auch irgendwann mal anfangen, Schweine zu züchten, ne? Noch gar keine Schweine hier auf dem Hof. Wie gesagt, alles was mit Düngen und Säen zu tun hat, stelle ich jetzt hier hin. Einfach um ein bisschen Ordnung zu haben. Da liegt ja ein Goldklumpen. Nicht, dass ich den jetzt bräuchte oder dass ich da wild drauf bin. Also ich bin hier keiner, der jetzt irgendwie versucht, alle Goldklumpen zu finden. Aber wenn irgendwo einer liegt, naja, dann nehme ich den auch mit, ne? Wenn ich den zufällig sehe. Aber so viele habe ich auch noch nicht. Werden wir ja gleich sehen. 21 von 100. Ja, und ich spiele schon, weiß ich nicht, wie viel 100 Stunden auf dieser Map. Also, schlechtes... Auf geht's. Auf geht's zu Feld. Oh, Entschuldigung, 33. Habe ich jetzt eigentlich den Kurs rausgeschmissen? Ja, habe ich. Man sollte nicht mit Cosplay spielen, während man in der Innenansicht spielt. Ja, gucken wir mal. Weil die haben, glaube ich, die gleiche Arbeitsbreite, 30 Meter. Ich glaube. Und dann könnte ich natürlich den hier einfach einsetzen zum Düngen. Kann ich einfach weiterfahren. Muss nicht von vorne anfangen. Ja, hier unten ist es natürlich nachher auch so viel zu tun, dass man tatsächlich schon anfangen kann, sich eine eigene Flotte nur für den Rinderhof da unten anzuschaffen, oder dass man zumindest darüber nachdenken kann, bestimmte Fahrzeuge dauerhaft dahin auszulagern. Wenn man kurze Strecken hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Erkennen kann, wo ich gedüngt habe und wo nicht. Feld 33, Gülle.
bis hierhin. Ne? Da habe ich nicht gedüngt. Perfekt. Dann lassen wir ihn mal machen. Das ist doch schön. Wollen ja auch richtig schön Ertrag rausholen. Wieso arbeitet die nicht mehr? Was fehlt? Produktionsplätze sind voll mit Sicherheit. Ach, ja, ja, ja. Ah, wir müssen uns unbedingt um die Produktion kümmern. Okay, hier kann man Licht ausmachen. Ich schalte einfach mal hier überall durch. Ja, so. Der ist wieder leer. Mal eben einmal was gucken. Ja, alles gut. Wir holen mal wieder weiter Wasser. Und volllaufen. Achso. Ja, läuft voll. Sehr schön. Hier sind die Produktionen voll mit Sicherheit. Ja, das Wasser ist auch voll. Brauche ich jetzt auch keinen. Jetzt hier nicht auf Kraft den weiter rumfahren zu lassen. Seht ihr, ich habe meine Bilder, meine Texturen noch gar nicht ausgetauscht. Hier sind meine eigenen Texturen hier. Guckt, hier ist voll. Deshalb produziert er nicht mehr. Deshalb werde ich hier kein Ding ans Los. Hergestellt in Nordfriesland. Mal sehen. Man hätte gedacht, dass die nordfriesische Marsch irgendwo in Nordfriesland ist. Hättet ihr das? Ich nicht. Schön. So, alles läuft, alles läuft. Er ist am Düngen. Das sieht auch gut aus. Ja, er kann etwas Milch loswerden. Ich habe noch über 400.000 Liter Milch alleine in der. Was ich noch nie gemacht habe, was ich jetzt mal machen werde. Hier vorne gibt es da auch einen Milchverkauf, oder nicht? Den habe ich noch nie benutzt. Wenn man da durch war. Ja, ja, hätte man. Grassamen haben wir nicht. Wollen wir auch nicht. So. Milchverkauf. Ja, kommt kein Trigger. Ja, funktioniert ja gut mit Milchverkauf hier, ne? Funktioniert ja blendend.
Okay, so. Da haben wir nichts. Was kriegen wir denn für Wolle und wo? Ach, für Stoffpaletten. Wolle ist Palettenverkauf am Hafen gerade ganz groß. Stoffrollen. Auch Palettenverkauf am Hafen, aber nicht wirklich viel. Muss aber auch irgendwann mal meine Wolle wieder abholen von den. Und ich habe da kein Wasser mehr. Ich muss hier auch unbedingt Wasser hinbringen. Ja, ey, wir haben so viel zu tun. Ich stelle die Zeit mal weiter runter, wieder auf 1. Dass wir uns hier nicht verzetteln. Dass wir dann erstmal die Produktionen verpflegen können. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, was haben wir denn hier überhaupt? Da steht einer. Ja. Wir machen weiter mit Wasser hier für die Viechers. So, wir haben jetzt 2 Fässer, wir haben jetzt 45.000 Liter da zu denen. Im linken Stall gebracht. Jetzt bringen wir nochmal 2 Fässer auch zum rechten Stall. Ich will keinen Trailer Assist. Ist nicht. Einmal leer machen bitte. Auch lustig, ne? Jetzt fließt alles so im Boden. Egal. Ja, los, ja, los, ja, los. Oh, das dauert. Hab ich eigentlich noch Stroh im Hofsilo? Kartoffeln habe ich noch ohne Ende im Hofsilo. Stroh. Noch ohne Ende Stroh im Hofsilo. Na, das ist ja mal geil. Bringen wir doch jetzt gleich erstmal schon mal Stroh hierher. In großen Mengen. Steht ihr? Wofür? Ja, damit ich nämlich ja die Kraftfutterproduktion schon mal anschmeißen kann. Unten am Dingenshof. Ich könnte natürlich auch Mischrationen hier herholen, ne? Geht auch. Ja, Mischrationen dann. Mischrationen. Kann ich auch direkt hinbringen. Ja, holen wir erstmal ein bisschen Stroh. Kann ja nicht schaden. Gucken wir mal. Dumm-di-dumm-di-dumm. Kann ich beim Rinderhof eigentlich nur Ballenstroh
abgeben für den Einstreu oder? Oder wie ist das? So, gleich sind wir voll hier vorne. Nein, wollte doch nicht aussteigen. Mann. So, ich glaube, das wird auch erstmal das letzte gewesen sein für die Folge, was wir heute machen. Hier gleich das Stroh wegbringen. So, da bin ich wieder. Musste mich mal kurz wegschalten, meinen Husten und meinen Schnupfen. Tribut gefordert. Gleich sind wir fertig. Gleich haben wir 180.000 Liter Stroh. Und bringen die zum Rinderhof. Juhu. Auf geht's. Ab zum Rinderhof. Moin. Boah, ich will noch gar nicht ernten. Ich glaube, ich schalte das Fruchtwachstum gleich erstmal aus. Kann ja nicht sein, ey. Und mit der Produktion gar nicht hinterher. Das wird ein bisschen viel für eine Person hier, diese Map. Das wird ein bisschen viel. Jetzt gucken wir einmal, ob wir das hier als Einstreu verwenden können. Wenn ja, ist schön, weil dann wissen wir, was wir danach machen. Wenn nicht, dann ja, ist das so. Ja, ich habe gerade an den Klaas gedacht, wie lange der wohl noch zum Düngen braucht. Und es kommt die Meldung, er ist fertig. Wunderbar. Wunderbar. Ich muss da erstmal gucken, ich bin mir gar nicht sicher, wo hier der Strohträger ist. Kann ich das da in die Halle einfach reinkippen? Ich fahre da einfach mal durch. Ob es hier einen Abladeträger gibt für Stroh? Hier ist keiner. Dann wird hier aber auch keiner sein. Oh, Leute. Oh, es nervt. Ich will doch nur eben kurz gucken. Mann, ey. Bin ich hier komplett fest? Ich will.
jetzt reißen wir mal eben hier das Haus ab. Ist ja auch spannend, dass sich die Reifen vom Anhänger drehen, obwohl ich mich kaum bewege. So. Kann ich denn hier vorne loses Stroh auch loswerden? Boah, das kostet echt Performance, die ganzen Ballen, die wir hier haben. Echt gewaltig. Naja, kann ich. Machen wir mal zwei. Zweimal Stroh hier rein. Und dann war's das auch für diese Folge und fürs Wochenende. Morgen beginnt die Woche. Morgen ist Montag. Wieso sind die Türen hier eigentlich so eng? Ich hab die doch richtig aufgemacht. Ich bin doch nicht bescheuert. So. Ja, wie gesagt, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar oder hinterlasst mir ein Like. Wenn ihr mich abonniert, würde ich mich natürlich auch freuen. Und wenn ihr morgen wieder einschaltet, würde ich mich noch viel, viel mehr freuen. In diesem Sinne sage ich dann mal ciao!